Ja, hallo zu unserem heutigen Video. Heute sind wir mal kurzfristig nach Offenburg gefahren, hier in der Nähe von Freiburg-Breisgau. Und wir machen eine Stadtrunde. Schauen wir mal, ja. Ich habe hier so ein ganz einfachen Kompaktkamera. Der kann nur in JPEG fotografieren und damit werde ich heute mal fotografieren. Ein ganz altes Stück, was wir vom Andreas bekommen haben. Und wir testen das. Also wenn wir heute mal Bilder einblenden, also das Bilder von dieser kleinen Kamera, die nur in 12 Megapixel fotografiert. Ja, und sind einfach mal hier an so einer Nebenstraße geparkt. Wir dürfen hier eine Stunde, eineinhalb Stunden bleiben. Wir legen mal los, so viel Zeit haben wir nicht. Offenburg war ich noch nie oder waren wir beide noch nie. Und schauen uns jetzt Offenburg mal an. Ja, verbebt, ja. Super, danke an die Einheimischen. Stadt Offenburg. Ja, wir stehen jetzt, da können wir gar nichts damit anfangen, oder eigentlich? Eigentlich müssen wir rechts, historisches Rathaus, oben. Dann laufen wir nach rechts, oder? Ja, das heißt, wir gehen jetzt unter Führung, kommen wir dann ganz rüber. Dann kommen wir wahrscheinlich ganz rüber, ja. Hätte ich jetzt gesagt. Dann machen wir das. Probieren wir mal die Unterführung. Set me on fire, striking a match on our lips, hot like June. Cutting the wire, shutting the lights off in this room. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom. When I'm with you, one touch electric, two flying sparks, 3 seconds from seeing stars. Wir laufen jetzt circa seit 15 Minuten in Offenburg rum, sind jetzt in der Stadtmitte angekommen, die Fußgängerzone, sehr viel los. Wir haben heute Mittwoch, normalerweise arbeiten ja Leute heute, aber hier sind noch ganz viele, die frei haben oder nicht arbeiten. Wundern uns dann immer, wie das funktioniert. So, sieht's hier aus. Das ist ja unser neuer Hund. Den haben wir gar nicht vorgestellt, oder? Doch, hast schon. Haben wir schon? Das ist Bonnie. Genau. Und Bonnie freut sich immer, wenn sie andere Hunde sieht. Deswegen fiepst sie immer so. Also wir haben ja nichts angetan. Aber sie freut sich einfach, wenn sie andere Hunde sieht. Wir sind jetzt hier schon am Ende der Hauptstraße
Es gibt hier zwei, drei schöne Brunnen und ja, schon sehr viel Sehenswertiges hier in Offenburg. Aber ein bisschen, ja, nicht so eine große Stadt eigentlich. Wir sind eigentlich schon fertig hier mit Offenburg. Wir laufen aber bestimmt noch mal eine Runde zurück, oder? Auf jeden Fall, wir wollen ja noch einen Kaffee trinken. Und einen Kaffee trinken tun wir auch. Und wir machen noch ein paar Fotos. Der Brunnen hier für die Opfer von 1870 bis noch was. Schauen wir uns noch mal an, was für ein Brunnen das ist. Würde mich interessieren, etwas mit der Geschichte von Offenburg. Ja, und dann gucken wir uns das an. Was halt hier viel ist, sehr viele Migranten. Obdachlose haben wir schon gesehen. Und auch Bettler. Die sind wir jetzt so in unserer Region nicht so gewöhnt, ne? Also so nicht, ne. So nicht, ne. Aber Offenburg ist jetzt auch vielleicht ein bisschen größer wie Villingen-Schwenningen. Aber nicht viel, viel größer, sondern ja. Schauen wir mal. Tanja ist nicht so begeistert, ihr merkt's. Ich bin irgendwie kaputt heute. Ja, sorry. Ich bin irgendwie... Ja. Ich habe nicht so gut geschlafen heute Nacht. Ja. Wir hatten eine Schräglage und... Toni. Genau. Also sie ist sehr empfindlich. Mir macht es eigentlich nicht so viel. Aber sie ist schon sehr empfindlich. Eben, wir standen ein bisschen schräg und ja. Da kann sie schon nicht schlafen. Genau. Und dann bin ich jetzt einfach ein bisschen kaputt. Ja. Ja. Wir laufen hier nochmal eine Runde und dann machen noch ein paar Fotos. Ja, und ich fotografiere von hier aus. Eben wie gesagt, mit dieser kleinen Kompaktkamera fahre ich ein bisschen Streetfotografie oder ich versuche mich in der Streetfotografie, sag mal so. Macht aber mega Spaß, mal was anderes, wie nur in der Natur Bäume und Pilze fotografieren, was ich ja auch gerne mache. Ja. Aber man darf ja auch mal was anderes probieren und ja, und wir genießen gerade unseren freien Tag und ruhen uns hier aus. Ich habe auch schon per Park for Night geschaut, wo wir heute Abend eventuell übernachten. Da werden wir uns auch mal kurz melden und euch den zeigen. Das ist so ein Parkplatz von einer Burg, die man auch besichtigen kann. Und vielleicht gehen wir auch morgen spontan rein, aber das werden wir dann vor Ort entscheiden. Jetzt trinken wir hier nochmal einen gemütlichen Kaffee und dann geht's weiter. Waren wir circa 2 Stunden oder so im Café und haben wirklich es einfach genossen. Waren es 2 Stunden? 2 Stunden, war das so lang? 1,5, oder? Bestimmt. Ja, also doch, ich habe 2 Cappuccino getrunken. 2 kleine. 2 kleine. Da haben wir noch ein Wasser getrunken. Ja, jetzt drehe ich mal um. Jetzt ist das so eine Stadtkirche. Ich werde jetzt hier auch ein paar Bilder machen. Schauen wir mal, ja, was es so alles hergibt. Moments of falling, the stirring of the heart. Felt the love I gave no longer starts to bloom with you in mind. Wanna learn to find with you a way to hold, not lose. If I open up my heart this way, intertwine, maybe I'll make a change. This can only mean one thing, that my love might begin to believe again.
Also hinter mir seht ihr die Burg hier von Oberndorf. Da haben wir mal, ja, wir sind circa 10 Minuten von Oberndorf entfernt. Ich gucke zur Tanja, also sie guckt so ein bisschen verstört. Nein, ich habe nur gerade gelesen, das ist eine Jugendherberge. Ja, genau. Und keine Besichtigung hier unten. Ja, man kann da hochgehen. Also wir wollen auf jeden Fall morgen diese Burg hier besichtigen. Und per Park for Night haben wir eben diese Stelle hier zur Übernachtung ausgesucht. Wir haben hier auch öffentliche Toiletten, nutzen wir zwar nicht, aber wir hätten es, wenn wir es bräuchten. Jetzt gehen wir mal kurz vor und schauen uns mal die Aussicht an. Ja, super Anlage, scheint auch eine Jugendherberge zu sein und wirklich toll. Jetzt laufen wir da hoch, hier ist die Turmanlage, ich würde sagen, das ist die Turmanlage. Wollen wir da rein? Willst du hochkrabbeln? Ja, mein Schatz, jetzt sind wir hier oben. Jetzt sind wir da oben. Fast oben. Ja, fast oben. Wir haben noch mal eine Burg, also da ist noch mal ein Turm, da wollen wir auch noch mal hochgehen. Machen aber hier kurz eine Pause. Also Murat will hoch, Leute, nicht ich. Murat. Ich will hoch, ja. Und schaut mal die Aussicht hier. Wow, richtig, richtig toll. Mir war diese Burg hier gar nicht so irgendwie bewusst. Wir haben das einfach spontan hier angefahren, als wir Park for Night benutzt haben, wo wir eben heute übernachten wollen. Da wurde uns hier der Parkplatz von dieser Burg angezeigt. Und die Burg selber ist in meinen Augen auch sehenswert, oder? Ja, schön. Kann man gucken. Schön erhalten. Ja, ist es schön erhalten? Schön erhalten, ja. Wir gehen noch ein paar Treppen hoch, das machen wir. Schauen wir mal. Das kriegen wir hin. Schauen wir mal. Das kriegen wir hin. Ja. Ja. Ich bin außer Puste. Ich weiß. Da ist ja was. Da sieht man was. Oh, ist eine Miniaturansicht von der Burg. Mit der österreichischen Fahne. Oder was ist das? Preußen? Kenne ich da gar nicht aus. Wow. Gleich mal ein Foto machen. Warte. Gleich mal ein Foto machen. Wir wollen mal hier ein Foto machen. Schaut mal, Leute. Mega. Sehr, sehr schön. Es windet. Und jetzt stehe ich ganz oben, Leute, auf dem Gipfel von der Burg. Ich glaube, höher geht's gar nicht. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob Tanja noch hochkommt. Es geht noch mal so einen engen, ja, so jetzt ziemlich eng. Da geht's hier hoch. Ich habe jetzt das Lavaliermikrofon an, weil es hier ziemlich windet. Aber die Aussicht ist halt mega. Ja, schaut euch das an. Einfach mal genießen. Ich werde jetzt hier mit der alten kleinen Kamera ein Foto machen. Ja, hier 20-fach optischer Zoom. Und wie viel Megapixeln hat der? Keine Ahnung, ich denke mal irgendwas mit 12 oder 14 Megapixeln. Und mache hier ein paar Bilder.
Thank you.